Die Vorwürfe gegen die AfD, dass die Partei nur ein verlängerter Arm Russlands ist und Geld einnimmt, um prorussische Propaganda zu verbreiten, spitzen sich gewaltig zu. Denn jetzt, so schreibt das tschechische Magazin Deník M, liegen dem tschechischen Geheimdienst Tonbandaufnahmen vor, die belegen, dass Peter Bistron, der deutsche AfD-Politiker, Geld eingenommen hat von der russischen Propagandamaschine, dem Sender Voice of Europe. Voice of Europe ist in Prag stationiert und Peter Bistron war dort in einem Interview, auch viele andere Politiker vor ihm schon, so auch Maximilian Kra, weswegen die Vorwürfe auch ihn betreffen, wobei in seinem Fall bislang kein Beweismaterial vorliegt. Inzwischen wurden Sanktionen gegen Voice of Europe verhängt und die Webseite wurde heruntergefahren, sogar der YouTube-Kanal gesperrt, sodass die Reichweite möglichst eingeschränkt wird, um weitere Propaganda und dubiose Zahlungen von Spendengeldern zu vermeiden. Das ist ein massiver Skandal für die gesamte AfD, die sich auf keinen Fall auf das Glatteis begeben darf, dubiose Spendengelder einzunehmen, da sie sowieso schon in der Kritik stehen, weil sie als die wahrscheinlich pro-russischste Partei im deutschen Raum bekannt ist. Die Putin-Freunde der AfD ließen sich für die russische Propaganda einspannen, sagte zuletzt Innenministerin Nancy Faeser dem Spiegel. Kurz nachdem die Vorwürfe publik wurden, scheint es, dass Bistron allen Anfragen aus dem Weg ging. Sogar die Bild schreibt, Bistron, der für Bild nicht zu erreichen war, habe sich bei beiden, und damit sind andere AfD-Mitglieder gemeint, nicht gemeldet. Sich bisher auch intern nicht klar geäußert. Andere berichten, der Deutsch-Tscheche reagiere bockig, sauer, beleidigt, sehe nicht ein, warum er eine Stellungnahme abgeben soll. Deswegen musste die AfD-Spitze schnellstens Konsequenzen ziehen und verfasste einen energischen Brief an Bistron. Auszüge daraus werde ich vorlesen. Um sämtliche Vorwürfe zweifelsfrei ausräumen und von Seiten des Bundesvorstandes unserer Partei entsprechend reagieren zu können, fordern Sie die Bundessprecher Dr. Alice Weidel und Tino Chrupalla auf, zu diesen gegen ihre Person gerichteten Behauptungen bis zum morgigen Donnerstag, dem 4.4.2024 um 14 Uhr eine schriftliche Stellungnahme zu übermitteln. Es schien also, als sei dies der Todesstoß für die AfD, denn damit stand die interne Spaltung unmittelbar bevor. Und nicht nur im Wahlkontext musste sich die AfD auf einiges gefasst machen. Dann aber der Plot-Twist. Endlich entschied sich Bistron dazu, selbst hervorzutreten. Und er äußerte ein öffentliches Statement und erstellte auch die von ihm erwartete Stellungnahme. Darin schreibt er, das Wichtigste vorweg, zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Bistron selbst erklärt, die Berichte über angebliche Tonmitschnitte, die dem tschechischen Geheimdienst vorliegen sollen und die belegen sollen, dass ich Geld von einem russischen Netzwerk in Prag erhalten haben soll, weise ich aufs Schärfste zurück. Ich habe kein Geld angenommen, um pro-russische Positionen zu vertreten. Außerdem erklärt Bistron, dass diese globalistische Kampagne in Tschechien gestartet wurde, ist kein Zufall. Die Regierung des tschechischen Premierministers Petra Fiala gehört zu den stärksten Befürwortern der Fortsetzung des Ukraine-Krieges, die tschechische Waffenindustrie zu den größten Profiteuren des Konflikts weltweit. In der gleichen Sitzung verabschiedete die tschechische Regierung neben den Sanktionen gegen Voice of Europe auch weitere Munitionskäufe für die Ukraine. Das ist alles schön und gut, aber wie möchten Sie sich rechtfertigen, wenn doch diese Tonbandaufnahme vorliegt? Und Bistron wagt den mutigen Schritt und besteht darauf, dass die Tonbandaufnahme veröffentlicht wird. Wir sehen also, wie der Geheimdienst darauf reagiert. Und jetzt haben wir endlich Zugriff auf die gesamte Wahrheit. Oh, ja, das ist jetzt natürlich eine blöde Situation. Der tschechische Geheimdienst lehnt es ab, die Materialien zu veröffentlichen, weil das geschütztes Material ist. Leider weiß nicht einmal die tschechische Regierung davon. Eigentlich niemand. Niemand hat Zugriff auf das Beweismaterial. Aber ich verspreche euch, dass es vorliegt. Oder zumindest sagt der tschechische Geheimdienst das. Und der Spiegel auch.
Vor allem gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, und zwar in seinem Brief an Weigel und Chrupalla schreibt Bistron nun, dass er zu keinem Zeitpunkt von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlung oder Kryptowährung bekommen habe. Allerdings ist der Mann, der laut den Behörden hinter Voice of Europe steckt, Viktor Medtschuk. Weder Mitarbeiter noch irgendein Russe. Er ist ein prorussischer Oligarch ukrainischer Herkunft, der als enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt. Mit anderen Worten, er hat sich dort eine Hintertür geschaffen, so sagt es auch die Welt. Wissen die denn noch mehr dazu? Ich weiß auch natürlich nur, was so gesprochen wird, vielleicht aus etwas informierteren Kreisen als andere, aber Belege habe ich jetzt selber auch noch nicht gesehen. Ich finde es aber interessant, wie er sich rechtfertigt. Also zu sagen, er hat nichts von Voice of Europe genommen, jetzt ist es nichts von irgendwelchen Russen. Also ich war mal Richterin, wenn ich ihn jetzt verhören würde, würde ich fragen, okay, nicht von irgendwelchen Russen, aber vielleicht von irgendwelchen Tschechen oder Ukrainern. Also das ist ja alles sehr dubios. Also scheint sich eine Hintertür offen halten zu wollen. Ist es nicht herrlich, dass ausgerechnet die, die uns und der AfD in der Regel Verschwörungstheorien vorwerfen, jetzt eine noch grenzdebilere Kampagne hier starten und in irgendwelche Formulierungen etwas hereinlesen, was vermutlich nichts mit der Realität zu tun hat. Aber das ist ja kein Problem, denn man kann ja Bistron an den Pranger stellen und explizit dazu fragen. Und Ansage hat das auch getan. Ha, na, das ist ja schön, dass die Bild-Zeitung endlich entdeckt hat, dass Viktor Medtschuk ein Ukrainer ist. Bisher hat ihn diese Zeitung immer als einen Russen dargestellt. Dabei ist er der Oppositionsführer in der Ukraine gewesen, bis Zelensky keine Partei verboten und ihn widerrechtlich 9 Monate unter Hausarrest gestellt hat. Das alles zu einem Zeitpunkt, als Medtschuks Partei in der Ukraine in den Umfragen stärkste Kraft war. Weit vor Zelenskys Sluha Narodu. Das muss man sich mal vorstellen. Darüber sollte Bild schreiben. Artem Matschewski war Abgeordneter dieser Partei. Und nein, auch von diesen beiden Ukrainern habe ich keine Geldzahlungen erhalten. Auch Baerbock äußert sich kritisch gegen Bistron, denn sie sieht darin die hybride Kriegsführung hinter der Bistron-Affäre. Sie erkennt also ein Muster in dem Ganzen, das offensichtlich darlegt, dass Wahrheit in den Vorwürfen stecken muss von dem tschechischen Geheimdienst. Genauer heißt es, das Vorgehen ziele darauf ab, Demokratien in Europa von innen auszuhöhlen und zu untergraben. Dabei bezieht sich Baerbock wohl auf den Taurus-Skandal, bei dem tatsächlich herauskam, dass russische Spione die deutsche Bundeswehr abgehört und gehackt haben. Und was sie herausfanden, war, dass deutsche Soldaten die Ukraine unterstützen sollten mit Taurus-Raketen. Nicht nur, dass Taurus-Raketen geliefert werden sollten, sondern dass Deutschland selbst sich in den Krieg involvieren müsse, weil diese Raketen eben sehr schwer zu handhaben sind und es zu aufwendig wäre, das den Ukrainern selbst beizubringen. Man müsse aber verheimlichen, dass Deutschland dahinter steckt. Also muss man sich schon die Frage stellen, wer hier wirklich mit dubiosen Mitteln hybride Kriegsführung führt. Ich finde es aber schon besonders schön, dass ausgerechnet Baerbock sich hierzu äußert, die ja selber mit Plagiatsvorwürfen zu kämpfen hatte. Und in dem Fall lagen dann leider auch Beweise vor und seitdem wird ihr Buch auch nicht mehr verkauft. Und die Grünen sagten dazu, sie waren empört, sprechen von einer Schmutzkampagne. In den sozialen Medien wird erbittert gestritten. Was im Wahlkampf aber wichtiger wäre, die Debatte über Inhalte, findet Ann-Kathrin Büsker. Es scheint also, als würde das in diesem Falle nicht mehr gelten. Und noch schlimmer, es wird sich nicht einmal die Beweislage angesehen, weil keine Beweise existieren. Ist eine blöde Situation. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich anfangs, als diese Vorwürfe hervorkamen, selbst sehr kritisch gegenüber Bistron war. Weil ja von allen Seiten gesagt wurde und auch intern wurde es mir so gesagt von Kollegen und Freunden von Bistron, dass er die Vorwürfe gar nicht abzulehnen scheint und sich mehr verkriecht und sogar wütend reagiert. Ich möchte ihm das aber überhaupt nicht vorwerfen. Er hat sich ja letztendlich geäußert, vielleicht nicht früh genug, aber vielleicht sollten wir uns nicht darüber beklagen, da man muss es aus seiner Perspektive sehen, es liegen überhaupt keine Beweise vor und man möchte doch einfach lieber davon ausgehen, dass erst einmal die Unschuld vermutet wird, solange keine Beweise vorliegen.
Aber in der heutigen Zeit mit den Diffamierungskampagnen, die gegen die AfD und alle Dissidenten geführt wird, ist das eben einfach nicht der Fall. Deswegen müssen wir bereits darauf gefasst sein, dass bei solchen Vorwürfen wir uns möglichst schnell zu Wort melden. Ich respektiere Bistron umso mehr dafür, wie er jetzt mit dieser Hetzkampagne wirklich umgeht. Und ich muss auch sagen, ich hatte einfach auch nicht den Kontext vorliegen. Ich wusste nicht, was sind die Interessen des tschechischen Geheimdienstes. Wenn man aber sich ein paar Punkte genauer ansieht, dann wird sehr schnell klar, warum diese Interessen bestehen, eine Diffamierungskampagne gegen Bistron und gegen die AfD zu führen. Erstens, Bistron ist tschechischer Herkunft und damit ist er nicht nur in Deutschland ein sehr einflussreicher Politiker, sondern auch auf die tschechische Politik hat er einen großen Einfluss. Man muss wissen, dass die tschechische Regierung extrem unbeliebt ist, und zwar noch unbeliebter als unsere eigene Regierung. The current Czech government has a lower acceptance rate than the German government. I didn't know that this is possible, but Petr Fiala is extremely unpopular. And one of the main reasons for his unpopularity is his politics with the war in Ukraine, because the majority of Czechs, they don't want to become a party of that war. And now Mr. Fiala and his intelligence brings out this story. Und im letzten Jahr noch hat Bistron, oder 2022, hat Bistron eine Rede geführt in Tschechien, und diese Rede hat eingeschlagen in dem Land und war sehr, sehr beliebt. Das heißt also, Bistron ist sehr bekannt in Tschechien, nicht nur in Deutschland. Vážení přátelé, když jste tady byli poprvé na demonstraci, sledovali vás 100 tisíce lidí v Německu, miliony po celé Evropě, jste naději pro celou Evropu. Hinzu kommt auch, dass Kompakt beispielsweise herausgefunden hat, dass dieses Denik M-Magazin im Grunde das Pendant zu Korrektiv ist. Und zu Korrektiv müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Korrektiv ist bekannt dafür, dass sie verschwörungstheoretische Kampagnen geradezu gegen Dissidenten starten. Und sie wurden teilweise sogar schon vor Gericht widerlegt. Und die Publikation, die das Ganze dann international verbreitet und übersetzt hat, ist eine NGO. Und dann musste das ja in der Weltgeschichte verbreitet werden mit Übersetzungen und mit Multiplikatoren. Mhm, ja. Und das hat hier eine NGO übernommen. Man sieht oben im Kopf European Values oder im ganzen Titel European Values Center for Security Policy, also Europäisches Wertezentrum für Sicherheitspolitik. Und die sagen jetzt, sie sind eine NGO, ja, aber haben letztes Jahr eine Tagung gemacht, und da habe ich jetzt ja von ihrer Website das rausfotografiert, wer ihre Tagung unterstützt hat. Also wir haben die schwedische Botschaft, dann haben wir die Europäische Kommission, ja, dann haben wir die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Regierung von Kanada, Regierung der Niederlande, Auswärtiges Amt, Tschechische Republik, hier die NATO und ganz unten noch die US-Botschaft. Es kommt noch besser. In Deutschland ist das Ganze noch nicht so bekannt, aber Michael Schellenberger, der häufiger schon viral gegangen ist auf Twitter und auch in Kontakt mit Elon Musk steht, teilweise ein sehr renommierter Journalist, hat herausgefunden, government-funded NGOs linked to NATO are interfering in European elections. Also zahlreiche NGOs sind dabei, in den europäischen Wahlkampagnen sich selbst einzubringen und zu versuchen, zu intervenieren und diese in eine bestimmte Richtung zu lenken. Darunter fällt auch Korrektiv, und sogar Elon Musk hat das Ganze kommentiert und besteht darauf, dass man investigative Recherche betreiben sollte. Wie ich schon sagte, wurde Voice of Europe komplett von allen öffentlichen Webseiten gesperrt. Sie sind weiterhin auf Twitter und darum habe ich sie angeschrieben. Ich gehe davon aus, dass der YouTube-Kanal gesperrt wurde, weil eben tatsächlich tschechische Behörden sich eingeschaltet und versucht haben, ihn herunterzunehmen und sich mit YouTube da zusammengetan haben, was ebenfalls eine sehr suspekte Angelegenheit ist. Bloß damit man wahrscheinlich das Interview mit Bistron sich nicht mehr ansehen kann, weil ich vermute, dass darin auch keine Aussagen zu finden sind, die man als extremistisch pro-russische Propaganda abtun könnte. Aber auch das können wir uns nun nicht mehr ansehen.
Da sie auf Twitter weiterhin vertreten sind, habe ich sie angeschrieben und tatsächlich sind sie mit mir in Kontakt getreten, sagen auch, dass sie meine Arbeit unterstützen. Herzlichen Dank an Voice of Europe. Und ich habe sie um ein Statement gebeten und das werde ich euch hier zeigen. Voice of Europe hat außerdem ein öffentliches Statement auf Twitter gepostet und darin schreiben sie auch: Durch ihre autoritären Handlungen hat die Fiala-Administration uns das Recht auf einen fairen Prozess genommen und damit ein gefährliches Beispiel gesetzt für die Regierungs- und Mediabeziehungen in der Europäischen Union. Auch Voice of Europe besteht also darauf, dass ein gerechter Prozess geführt wird und sie stellen sich den Vorwürfen, haben kein Problem damit, dass jegliche Tonaufnahmen vorgelegt werden, aber solange diese eben nicht existieren und stattdessen nur Zensurschwerter geschwungen werden gegen Voice of Europe, ist das eben nicht möglich. Have you ever been offered money? No. Okay, never offered. Never. That would be quite strange. I mean, look, they give me reach, so they give me clicks, they give me audience. Fazit: Das Ganze ist ein wahnsinnig interessantes soziales Experiment aus meiner Sicht, denn jetzt können wir sehen, wer irgendwelchen populistischen, brisanten Schlagzeilen folgt, die absolut keine Beweise vorlegen können. Und das in so vielen Magazinen. Es ist schon sehr bemerkenswert, wie viel ein Vorwurf aufgeblasen werden kann, hinter dem absolut nichts steckt. Wer öffnet die Augen wenigstens ein kleines bisschen und fragt nach? Und wer liest einfach die Schlagzeile und denkt sich, das war ja schon wieder so klar? Und daran können wir doch sehen, wie leicht solche Kampagnen fabriziert werden. Einen Beweis haben wir jedoch. Und zwar ist das Ganze der Beweis dafür, dass die Systemmedien vor dem Abgrund stehen und sich selbst gerade hineinbefördern. Und damit beende ich das Video. Wie immer bedanke ich mich für eure Unterstützung. Meine Videos werden weitestgehend demonetarisiert und deswegen, wenn ihr mich unterstützen möchtet, alle Links lasse ich wie immer in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank dafür. Nur davon lebt meine journalistische Arbeit und dieser Kanal natürlich weiter. Und lasst mir gerne eure Meinung zu der ganzen Geschichte in den Kommentaren und unterstützt den Peter Bistron besonders in dieser Zeit, denn ich weiß, dass die Medien noch weiter diese Kampagne aufblasen werden und darum ist es umso wichtiger, dass wir das Ganze so viral wie möglich gehen lassen, damit es nicht vertuscht wird und einfach wieder die Aufmerksamkeit eingeschläfert wird. Denn Peter Bistron liegt hier im Recht. Lasst dem Video gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nicht weitere Informationen verpasst. Vielen Dank noch einmal und bis zum nächsten Mal.